Hallo, hier bin ich wieder mit dem zweiten Teil der Ziehung einer Tarotkarte für die Sternzeichen Waage bis Fische aus der großen Arkana für die Zeit vom 9. bis 15. Oktober 2017. Auch hier ziehe ich noch zusätzlich eine Zusatzkarte dazu. Ich beginne mit dem Sternzeichen Waage. Deine Tarotkarte, liebe Waage, ist die Sonne. Das ist die Sonne. Diese Sonnenkarte ist der Ausdruck großer Lebensfreude und Vitalität. Im Beruflichen bedeutet das, dass dir dein Beruf großen Spaß bringt. Du hast gerade alle Hindernisse überwunden, sodass dir mit deiner Kreativität und Schaffenskraft eine erfolgreiche Zeit bevorsteht. Deine Zusatzkarte ist hierfür die drei Münzen. Sie zeigt dir einen gelungenen Abschluss einer Prüfung in einer bestimmten Periode oder Entwicklung. In Verbindung mit einem Neuanfang, gegebenenfalls aber auch einer schulischen Prüfung. Wir kommen jetzt zum Skorpion. So, deine Tarotkarte, lieber Skorpion, das ist der Stern. Dies ist die Karte der Hoffnung. Innerlich hast du volles Vertrauen für eine positive Entwicklung gesetzt. Und mit dieser Kraft ist dir bereits einiges gelungen. Nimm dich aber in Acht vor falschen Hoffnungen und überprüfe alle deine Vorhaben. Du könntest im Beruflichen vor einer aussichtsreichen Tätigkeit oder Entscheidung stehen. Deine Zusatzkarte ist hierzu die Karte der sechs Münzen. Und diese Karte steht für hilfsbereit und Toleranz. Das kann für dich bedeuten, dass dir hilfreiche Unterstützung zuteil wird, die dir wohl bemessen ist. So, jetzt der Schütze. Der Schütze, ja, deine Tarotkarte ist die Kraft und offenbart dir, dass du eine außerordentliche Stärke besitzt. Sei dir dieser Energie bewusst und nutze den Mut und deine Risikofreudigkeit. Dann kann dir alles gelingen. Deine Zusatzkarte hierzu ist der Ritter der Schwerter. Diese Karte steht für atmosphärischen Zwist und Streitigkeiten. Diese Karte steht aber auch für die nötige Distanz. Und das bedeutet, gib Acht und lass keinen Raum für Spott und Niederträchtigkeiten. Es kann allerdings auch ein Vorbote von Trennungen und unangenehmen Wortgefechten sein. Du aber hast die Kraft, Herr über diese Situation zu sein. So, wir kommen zu dem Steinbock. So, lieber Steinbock, deine Tarotkarte ist der Mond. Diese Karte führt uns ins Dunkel der Nacht und die Bilderwelt der Seele. Das heißt, in deine Träume, in deine Sehnsüchte. Sie hat zwei Seiten, eine helle und eine dunkle Seite. Für dich bedeutet das, dass du zurzeit irritiert und unsicher und in deinen Vorhaben sehr verhalten bist. Und das fast angstvoll. Geh den Weg deiner Angst, die nicht der Hinweis zur Aufgabe deines Vorhabens ist, sondern im Gegenteil. Es ist ein Wegweiser, der dich ans Ziel bringt. Und das zeigt dir deine Zusatzkarte, das Ass der Kelche.
Diese Karte ist eine der größten Glückskarten des Tarots. Sie zeigt dir deine großen Chancen. Du gehst davon aus, dass du auf dem richtigen Weg bist und dich erwartet das große Glück. Du musst dir aber bewusst werden, dass nichts von alledem alleine kommt. Geh den Weg weiter, den du eingeschlagen hast, und du kommst an dein ersehntes Ziel. Jetzt zum Wassermann. So, lieber Wassermann. Deine Tarotkarte ist der Magier. Diese Karte bedeutet Klugheit, Selbstbewusstsein und eine aktive Lebensgestaltung. Du wirst deine derzeitige problematische Zeit meistern und neue Herausforderungen mit geschärftem Bewusstsein erfolgreich begegnen. Und dies in entscheidender Faszination. Stell das Neue nicht in Frage, sondern überlege, ob du nicht zu viel des Guten gemacht hast. Dazu deine Zusatzkarte, und das ist die Königin der Kelche. Sie verkörpert die weibliche Seite des Wasserelements. Sie steht für Feingefühl und Einfühlungsvermögen. Betrachte deine Angelegenheiten ruhig und warte ab, denn du wirst dich überwiegend von deinen Gefühlen leiten lassen. Fasse dich in Geduld und höre aufmerksam auf deine innere Stimme. Jetzt zu dem letzten Sternzeichen, die Fische. So, da habe ich die Tarotkarte folgendermaßen gezogen, und zwar die Welt. Diese Karte zeigt dir die wiedergefundene Einheit in größter Harmonie. Dort fühlst du dich wohl und möchtest auch noch eine Zeit verweilen. Schau nach vorne. Vielleicht hast du bereits dein Ziel erreicht oder aber nur eine Etappe. Überlasse nichts dem Zufall, denn du kannst und wirst dich noch weiterentwickeln. Und deine Zusatzkarte ist dazu die 6 Schwerter. Sie zeigt dir, dass du beruflich Neuland betreten wirst. Dies könnte ein Berufswechsel oder Übernahme neuer Aufgaben sein. Es ist durchaus möglich, dass du dich innerlich verändert hast, was zu völlig unterschiedlichen Veränderungen führen kann. So kann es sein, dass du dich von Verbindungen lossagst, um ans neue Ufer zu kommen. So, das waren für heute die Ziehungen der Tarotkarten für die Sternzeichen im Oktober. Und ich hoffe, dass ihr Unterstützung für eure Lebenssituationen finden konntet. Solltet ihr aber mehr wissen wollen, ja, dann ruft mich an. Und ich kann speziell auf eure Situation eingehen und es genauer betrachten und beleuchten. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit in Liebe. Eure Deria.